Hallo Welt, da sind wir wieder mit unserer Serie ZFG zu früh gekommen. Und in dieser Folge dürfen wir den Titel Bloodbound noch einmal vorstellen. Into the Shroud, ein Titel aus dem Hause WRKS Games. Und erschienen ist die Early Access Version am 27. Februar 2019. Das Ganze ist ein Adventure Casual Indie RPG und wir gucken noch einmal hier rein, da es mittlerweile ein großes Update gegeben hat und da in Kürze auch noch ein Update kommen wird. Und wir starten ein neues Spiel, denke ich. Wir lassen die Einstellungen alle mal so, wie sie sind. Crisp and cool to the skin. Autumn was just around the corner, and the leaves would start to turn soon, heralding the beginning of the cold season. An der Figur hat sich doch auch irgendwas geändert, oder? Ich meine schon, dass die Figur vorher anders ausgesehen hat. Okay, der Vogel ist noch da. Da die letzte Vorstellung schon eine ganze Weile zurückliegt, muss ich erst wieder überlegen, wie das hier alles ging. The salvia plant. Mother taught me how to use this to create potions. Gut, gut. Der Vogel, der laute, laute Vogel, der ist immer noch da. Den hören wir wahrscheinlich nur in unserem Kopf. Oh, Moment, hier kann man interagieren. Oh, oh. Die Steine sprechen also Gottes Sprache. Können wir hier rauf? Nein, das wäre auch zu einfach. Nein, wir sollen da unten rum. Also springen habe ich jetzt nicht ganz raus. Oh, was war das denn? Kriechen können wir, okay. Das dürfte interessant sein. Ah, ja. Wir haben so eine Art Suchradar. Wir sind ja eine coole Wikinger-Schamanin. Was hatten die? The village of Guion was founded by Birger and Joanna after the battle of Goblin's March, fought not far from here. A statue of Birger once stood in the center, but has been removed since the village fell out with Joanna. Ach so, weiter geht's. Sehr schön. Also weiter. Den Apfel nehmen wir mit. Space, das habe ich mir gemerkt. Oh, die nehmen wir alle mit. Wir müssen ja, glaube ich, sowieso in diese Richtung. Vielleicht finden wir noch den Hirsch. Wir hatten doch schon einen Bogen letztens. Den haben wir auch in der Hand. Oh, wie schön. Aber ich meine, wir konnten auch irgendwie springen. Auf den Boden legen können wir uns jetzt.
Springen geht nicht. Haben wir nur noch nicht gefunden. Bestimmt kann man auch springen irgendwie. Langsamer gehen, das geht. Ah, ja, okay. Wenn ich sage, es hat sich hier irgendwie auch was getan, so an der Figur und an der Grafik und so, dann nochmal, ich kann es nicht oft genug sagen, dann liegt das natürlich an der neuen Grafikkarte. Auch mit, aber wahrscheinlich auch hieran, warum nicht? Hey, können wir mit dir sprechen, nicht? Ah, das Dorf, das kannten wir, da kamen wir damals nicht rein, meine ich. Wir sind aber über den Zaun gesprungen oder sowas. Schnipp, schnapp, ab ist der Apfel. Sehen gut aus, oder? Das sieht alles irgendwie gut aus. Doch, mir gefällt's. Hoffentlich kommen keine Wölfe. Ach was, hier sollen wir lang? Aha. Wir auch gar nicht rübergekommen hier übers Wasser. Ach so, hier unten können wir ja weiter drücken. Und die Maus zuckt natürlich auch ab und zu. Ach so, springen können wir ja nicht. Oder zumindest weiß ich noch nicht, wie das geht. Aber das hier können wir dafür. Diesmal habe ich aber noch gar keine Rehe gesehen, die man jagen könnte. Das ist ein Stein. Können wir den einsammeln? Werfen auf das Reh vielleicht. Oh, Schmetterlinge und so. Was falsch. Ich glaube, hier sollen wir nicht hin. Da fliegt doch was durch die Lüfte. Weg ist es. Es war ein Vogel, glaube ich. Aber vielleicht auch irgendetwas anderes. Nein, die Figur ist doch noch die gleiche, oder? Wir müssen uns mal das alte Video angucken und gucken, wie sich das verändert hat. Ich dachte, wir sollten hier lang gehen. Schwimmen? Können wir schwimmen? Ja, wahrscheinlich nicht. Da sollen wir nicht lang. Nur hätte ich schwören können, dass wir springen konnten und dass das sehr, sehr gut animiert war mit dem Sprung und so. Ja, vielleicht müssen wir das lernen. Aber oben im Radar, da sehen wir doch ein Buch. Wir sollen doch hier in die Stadt. Ja, aber ich dachte, ich folge einfach hier dem gelben Punkt. Dachte ich immer dem gelben Punkt nach und dann passt das schon. Sollen wir jetzt doch in die Stadt zu dem Buch? Das sind 100, 120 Meter. Also. Das ist vielleicht doch noch einfacher als alles andere. Not right now. Aha. Wir halten uns fern, lieber. Noch sind wir da nicht willkommen. Hey. Tutorial? Hey, du hast ein Buch über dich schweben.
Hoffentlich. Hoffentlich schlitzt sie uns nicht mit der Sichel. Gunhilde! Wir wollen was über das Bauen lernen, aber natürlich doch, sehr gerne. Ah, Salvia-Beeren brauchen wir. Vielen Dank. Moment. Ach so, haben wir schon. Ah, so geht das. Ganz einfach. E gedrückt halten also und dann den Zaubertrank da aussuchen. Hey, bringst du uns noch was bei? Okay, das reicht, glaube ich. Vielleicht sind wir ihr zu nahe gekommen. Ja, das war's. Und da sind Früchte. Dürfen wir auch die Früchte aus deinem Garten nehmen? Wir nehmen alles mit. Was anderes hast du nicht auf Lager, oder? Okay, wir sollen einen Weg rausfinden. Why is Sven out and about so early in the morning? That's not like him. He usually sleeps until late. Ah ja, da war ja was. Also das Ganze orientiert sich stark an den skandinavischen Mythen und Legenden, den Sagen. Und wir haben ja gar nicht so viel gesehen damals. Oh, Moment. Herstellen wollen wir nichts. Hier durch, aber vielleicht schon. Warum zieht mich dieser gelbe Kreis die ganze Zeit an? Ich weiß, wir sollen was anderes machen, aber... Den Kreis finde ich gerade so interessant. Was war das? Das war einfach nur ein Baum. Nee, das war schon. Wir sollen durch die Tür wahrscheinlich. Hier geht's nicht weiter. Und das Schiff? Das Schiff macht doch nichts weiter. Das steht nur da rum. Erstmal. Aber sehr schön gemacht. Ich bin sehr begeistert. Also das ist der Weg hier nach draußen, aber wir kommen da nicht durch. Vielleicht öffnen wir es mit Feuer. Aber der Kampf ist nicht eingeschaltet. Geht auch nicht. Ach, das dauert ein wenig. Ah, jetzt! Können wir Holz hacken? Wir haben doch da eine Axt. Können wir einen Baum fällen?
und uns irgendwie eine Hütte oder so etwas bauen. Aber wenn wir den fällen, der fällt aufs Dorf. Wir nehmen einen anderen. Auch sehr schöne Musik. Das ist ein Stein, der hier auf dem Weg liegt, okay. Da war doch was. Ach, wir haben einfach jetzt den Bogen wieder in der Hand. Na gut. Da vorne ist doch sowas wie ein Buch. Dann können wir vielleicht doch schwimmen oder springen oder so etwas. Ja, da vorne ist was. Vielleicht können wir einfach so hier durch. Ah, nein, das geht wohl nicht. Ja. Dann gibt es vielleicht eine Brücke oder so. Aha, eine Brücke. Schön mit den Schmetterlingen. Is that a wolf from the shroud? What is he doing this far out? Oh nein, doch wieder der Wolf. Ah, wir müssen an ihm vorbei, oder? Ja, da ist glaube ich nicht richtig, aber ich habe einen Apfel gesehen dort. Eine Frucht, eine Frucht. Vielleicht kommen wir ja diesmal weiter als beim letzten Mal. Da hat uns der Wolf nämlich verschlungen beim letzten Mal. Da sind wir nicht an dem Wolf vorbeigekommen. Aber ich könnte schwören, wir konnten letztens auch nicht so schön kriechen. Wir sind in Sicherheit. Er kommt doch nie da unten durch und über den Ast kann er nicht springen. Dafür ist er viel zu schwer. Der Wolf, nicht der Ast. Is that Axel? What a coward! Throws a rock and runs away. I'm going to chase him down. Schöne Sache mit den Geschichten. Erinnert mich ein bisschen an Max Payne. So, dieser Comic-Stil dazwischen, der die Geschichten dann richtig erzählt. Vielleicht ein Meteorit, der hier eingeschlagen ist. Aber ist alles noch frisch? Muss an diesem Morgen passiert sein wohl. Ja, solange es noch frisch ist, das ist unser Ziel. Solange es noch frisch ist, sind die Bäume hier noch nicht morsch, oder? Wir versuchen mal hier rüber zu klettern. Wow, was für ein Abenteuer. Dass wir da nicht runtergefallen sind. Oh nein!
schade. Hinter uns ist das runtergefallen, hoffentlich. Oh no! I've been fooled. He has cut out the way back. And he used magic. Mother said only us girls could channel the magic. I will have to investigate this. Ich wollte mal da runter gucken. Ja, ein Loch eben. Aber der Wolf kommt auch nicht rüber. Ja, der kommt ja schon gar nicht über den Baumstamm. Der kann ja das hier nicht. Ja, wir können nicht mehr zurück. Über diesen Weg zumindest nicht. Wir sind raus aus dem Dorf. Wir haben es geschafft. Stufenaufstieg. Wir brauchen... jetzt brauchen wir die Pfeil- und Bogengeschichte. Ah, gut. Das war unser erster Hirsch. Unser zweiter. Schnappen wir uns ein Zeug. Das von dem hier auch. Und dann schnappen wir uns noch den nächsten. Das reicht, oder? Oh oh, wir sind voll. Das war schon viel zu viel jetzt. Jetzt brauchen wir ein Feuer. Und wir müssen Svens Zeichen finden. Hallo Hirsch, wir tun dir nichts. Hallo Feuer, wir nutzen dich. Aber wie? Hey, so viele Bücher. Nein, nicht doch. Jetzt haben wir keine Pfeile mehr, oder? Wie war das nochmal? E und dann... Na, den Zaubertrank. Aber ich dachte, wir wollten was anderes machen. Na, wir sollen erstmal weitergehen. Schöne Landschaft. Oh nein. Oh. Lebt er noch? Sven. It's Sven. He's still alive. Aber was ist hier passiert? Axel? Oh. Aber warum? Axel hat ihn aus der Stadt geschleppt, glaube ich. Und er weiß nicht warum. Hier gibt es Dunkelelfen? Wow. Ach was, Dunkelelfen wollen die Stadt angreifen. Und wir können nicht zurück. Sie haben uns auch angegriffen. Und den Pfad abgeschnitten. Ah,
Sven ist gut, der verrät uns über einen anderen Weg, über den Fluss. Aha, ja, okay, da werden wir mal nachgucken. Und halte durch, genau. Hold on, Sven. I'm coming. Er will nicht, dass wir zurückkommen? Für so einen Narren wie ihn? Na, wir sollen lieber die Stadt retten und die Feder. Meine Feder? Den Vater. Ach so, ja, richtig. Birger in Valentuna? Ah, der wird wissen, was los ist. Der wird wissen, wie man sie, die Bösen, bekämpft. Oh. Okay, wir hören auf ihn. Und er ist gestorben. Oh nein, er ist tot. Können wir seine Fackel mitnehmen? Ich glaube nicht. Wofür haben wir das Fleisch denn jetzt genommen? Weil das kommt noch. Wir müssen das zubereiten gleich. Das am Feuer hat irgendwie nicht so gut funktioniert. Da drüben gibt es einen Weg über den Fluss. Was? By the gods! It's a brood, Mother! Ja, wirklich! Renn schnell weg, renn weg, renn weg! Schnell, 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 schnell! Lauf, 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 lauf! Schnell! Wie lange können wir noch rennen? Was sollen wir denn tun? Warum wehren wir uns eigentlich gar nicht? Wir haben doch den Bogen und wir haben Feuer und so. Oh, wenn ich nur wüsste. Ja, aber auf Abstand gehen doch erstmal. Sie hat uns erwischt. Sie haben uns wieder zurückgeschickt. Wir dürfen nochmal. Kommt die nochmal oder ist die jetzt auf der anderen Seite? Die kommt immer wieder wahrscheinlich jetzt. Aha. By the gods! It's a brood mother! Nicht gut. Ja, wir müssen uns was anderes einfallen lassen. Ah, ich weiß schon. By the gods! It's a brood mother! No, she's weak. That made her angry. I must hurry to finish her off. Hat geklappt? Nein, oder? Nicht ganz. By the gods! It's a brood mother! Renn, 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 renn! Lauf, 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 lauf! Auf, auf! Hier rum! Sie kann keine Steine umlaufen. Ja, doch kann sie. Ha, jetzt weiß ich, was wir machen. Jetzt weiß ich, was wir zu tun haben. Lauf, lauf. Schade. Jetzt weiß ich ganz genau. Jetzt, passt auf, jetzt schaffen wir das. By the gods. It's a brood mother. So, einmal drauf schießen, damit sie Bescheid weiß. So, kritischer Schuss sogar. Um das Reh. Die Treppen rauf, hier hinten am Baum vorbei. Oh, wir kommen hier nicht vorbei. Okay, aber wir kommen hier rauf. Spring doch da hoch, spring da hoch, spring ins Wasser. Spring, oh nein, du ertrinkst.
Okay, sie kann nicht ins Wasser. Hier sind wir sicher. Das ist schon mal eine sehr gute Idee gewesen, aber irgendwie... Wir wollen doch nur darüber. Wir kommen... Naja, okay. Die Idee war nicht schlecht, aber ich glaube, so richtig hat uns noch der Mut gefehlt, um das durchzuziehen. Wir sind nebenher gelaufen. By the gods! It's a brood mother! Wir schaffen's! Ja, wir haben's geschafft! Wir haben's geschafft! Uah, die kann auch hier rüber! Nein! Warum kann die... Ah, okay, was können wir da einsammeln? Gift? Haben wir erwischt. Sehr schön. Das gibt doch ein schönes Thumbnail jetzt, wenn wir uns hier so ein bisschen in die Sonne stellen. Vielleicht auf den Boden legen daneben. Nein, das ist nicht so gut. Also das ist schon gut, aber jetzt im Moment nicht so hilfreich. Was für Monster es früher gab, oder? Oh, das ist ja grauenvoll. Oh, Moment, warum rennen wir eigentlich die ganze Zeit? Sollten wir nicht mal das hier machen? Ich meine, wir können auch langsam gehen. Da liegt ja noch einer. Wer liegt hier? What happened here? It's Nils. He's dead. How can this be? Oh nein, warum sind alle tot? Hier ist Nils, der ist auch tot. Können wir seine Sichel haben? Oh. Ich frage mich, wir haben doch unten so einen gelben Streifen. Links unten. Den roten? Klar, ist Gesundheit. Ist ja meistens so. Oh, das Dorf brennt. Ja, vielleicht haben die Kinder gezündelt. Da hat kein Kind gezündelt. Die Dunkelelfen haben angegriffen. Oder nicht? Aber unser Ziel ist da drüben. Hier, aber das Dorf ist da und das brennt lichterloh. Sollen wir dem Dorf nicht helfen? Warum kommen wir von dieser Seite eigentlich gerade? Wir versuchen dorthin zu gehen, aber das ist bestimmt hier nicht der richtige Weg, oder? Nein. Ich glaube schon, wir sollen zum Dorf und dem Dorf helfen, so hieß es doch vorhin zumindest. Doch, wir kommen hier hin. Ich dachte schon, es wäre vorbei, alles wäre vorbei. Aber nein. Hilfe ist unterwegs. No! Wir kommen zu spät. Die Dunkelelfen haben alles zerstört. Und Gwilion brennt. Astrid? Astrid hat Panik oder nicht? Sieht ganz ruhig aus. Alle tot. Scheinbar. Da drüben aber nicht die Häuser, oder? Na, das war ja auch nicht das Dorf. Das war ja außen. Außerhalb des Dorfs. Aber das Tor ist jetzt auf. Wow. Echt, wir können hier runter.
Und wir können sammeln hier? Sehe ich das richtig? Nein, das ist ein Besen. Ja, aber ich würde so einen Besen würde ich auch sammeln. Du würdest alles sammeln, was nicht Nied und Nagel. Astrid was never much a fisherman. She preferred the solitary quiet hunt of the forest. Aber jetzt dürfen wir doch ins Dorf, oder? So ein paar Sachen mitnehmen noch. Oh, schöner Schmetterling. Was will man denn hier mitnehmen? Besen? Da waren nur Frauen mit Besen. Kein Wunder, dass die keine Chance hatten. I can only see about half the village. All dead. Where are the others? Tja, wollte ich gerade sagen. Man sieht hier nur die Hälfte des Dorfes. Alle tot. Aber wo sind die anderen? Alle verbrannt. Stimmt doch was nicht. Die haben hier so viele Kochtöpfe gebaut. Können wir hier in die Häuser rein? Vielleicht sind noch welche in den Häusern. Oh, wir können in die Häuser rein. Oh, dann gucken wir uns die mal an. Auch wenn es brennt? Ja, unten brennt es ja nicht so viel. Die Dächer brennen zuerst. Steine liegen da drin. Das ist groß, das Haus. Ist bestimmt von dem Oberchief Commander hier. Nein. Der Dorfbrunnen. Der Dorfkorb. Keiner da. Alles leer. Und das letzte Haus hier auf unserer Tour. Auch leer. Keiner versteckt hinter der Tür, aber voll begehbar jetzt die Häuser. Ach so, wir können ja nicht springen. Ich wollte darüber springen. Da sollen wir hin, also, ja. Hey, die Dunkelelfen haben irgendwas gemacht. Wir finden den Ausgang nicht. Ach doch, da ist er. Das ist der Schmied hier. Die haben sogar den Schmied getötet. Vielleicht war es der Schmied. Der hat alles angezündet. Ach so, wir sollten vielleicht mal hier so ein paar Zaubertränke herstellen. Ein paar Heiltränke. Oh, da sind wir ja wieder zu Hause. Naja, da können wir das Hirschzeug vielleicht braten. Hey, die haben unser Haus angezündet. Nein. Macht es aus. It's too hot to go in. The fire's raging too hard. I cannot see mother in there. There's no body. Und dann war sie vielleicht gar nicht drin. Sie hat keine Mutter da drin gesehen. Also nicht mal den Körper. Nichts. Aber dann brauchen wir das Ding ja hier auch nicht mehr. Vielleicht ist sie in dem Brunnen.
gefallen oder so. Ah, der Baum, der weiße Baum. Nein, der dunkle Baum. Ah, sowas haben wir. Ein Inventar haben wir sogar. Spezialfähigkeiten noch nicht. Das sind alle, oder? Ach so, nee, das sind die, die wir geschafft haben. Sind die Aufgaben, die wir geschafft haben. Eine ist noch offen. Und wir sollen noch Antworten über Axele finden, selbst finden die Antworten. Aber hier unten, Dark Tree und sowas haben wir doch auch noch nicht. Ja, dann haben wir noch ein paar Sachen vor uns. Ach so, das gibt's dann vielleicht beim nächsten Mal, oder? Ja, wenn ich auf die Uhr sehe, schon. Ansonsten könnte man hier, denke ich, schon noch ein bisschen weitermachen und sich überlegen, wie das weitergeht. Wir werden es sehen. Wir werden den Titel auf jeden Fall weiter im Auge behalten. Wie gesagt, ich meine, dass Ende Januar ein großes Update nochmal kommen soll. Ich bin mir aber nicht sicher, nagelt mich da nicht fest. Es gab erst ein Update. Anfang Januar, meine ich. Und wir gucken uns noch ein wenig die schöne Gegend hier an. Also das Level-Design ist echt wunderbar. Sehr schön gestaltet, trifft total meinen Geschmack. Das Wetter ist auch schön zum Laufen. Und die Geschichte ist natürlich sehr interessant. Ich denke, es geht vor allem um die Geschichte dann später, wenn die dann komplett raus ist. Vielleicht findet unsere Heldin Astrid hier ja noch ihre Mutter. Oder findet heraus, was passiert ist. Vielleicht ist sie ja gar nicht verbrannt. Das wäre wünschenswert. Okay, wer die Mythologie kennt, der wird es wahrscheinlich schon wissen. Auch das mit den Dörfern ist richtig gut gelungen, sieht alles sehr, sehr schön aus. Ich mag auch diesen Grafikstil, so ein bisschen Comic-Stil. Ja, mir gefallen solche Titel eben. Ah, wir können ja jetzt raus. Wahrscheinlich ist das der Trick. Das Tor ist auf. Die Dunkelelfen haben ja das Tor geöffnet, scheinbar. Oder jemand ist geflohen. Ja, ich glaube auch, da ist viel eher jemand geflohen. Ach. Why is Sven out and about early in the morning? That's not like him. He usually sleeps in too late. Oh nein, sie ist auch tot. Vielleicht können wir ihr Buch nehmen. Oh, hätten wir das irgendwie verhindern können? Ich glaube nicht. Ist geöffnet. I feel the loss of the village now. Can I do this myself? Oh mother, I'm going to need help. Perhaps no. No, I don't even know if he cares anymore. There is no choice. I cannot do this alone.
I'm going to Valentina to find him. One way or the other, I will convince him to help me. He's after all supposed to be this great hero. Also, kleine Korrektur. Der Titel kommt in der finalen Version, jetzt ehrlich, am 29. Februar 2020, so liest es sich zumindest, raus. Also ich denke mal, das wird dann wohl die Geschichte sein, die dann komplett rauskommt. Nun, dann bedanke ich mich an dieser Stelle für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Vielen Dank nochmal für die Zusendung des Keys zu dem Titel und dass wir den Titel hier auf unserem Kanal vorstellen durften. Wenn der Titel am 29. Februar 2020 erscheint, freue ich mich auch schon darauf, tiefer in die Geschichte eintauchen zu dürfen und zu erfahren, wie es weitergeht mit unserer Astrid. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.